Ja, Freunde der Nacht, hier ist wieder Marco Maribello, heute ein Test and Check. Ich habe hier hinter mir stehen den Omnitronic STP3 Multimedia Player. Das Gerätchen kommt ohne CD-Einheit aus, dafür aber vollgepackt mit Anschlüsse für SD-Karte und USB-Stick oder Festplatte. Hier hinten läuft gerade was vom USB-Stick und wir gucken jetzt mal im Detail, wie das ganze Gerät aufgebaut ist und wie es aussieht. Yeah, in the mix, DJ Marco Maribello. So, ich will euch kurz das Gerätchen hier von vorne zeigen und natürlich auch den Rundumblick. Also erstmal 19 Zoll Standardbreite, zwei Höheneinheiten hoch und das Ganze nicht mal tief. Wenn ihr mal guckt, hier ein Fettfleck von meinem Finger und hier hinten die Anschlüsse Cinch-Out und Netzstromversorgung mit beigelegtem oder beigeliefertem Netzstecker. Das war's auch schon. Klein und kompakt, passt in jedes Case rein und ist kinderleicht zu bedienen. Aber dazu jetzt mehr. Mit die wichtigste Funktion hier am Player von Omnitronic, die Source Select Einheit. Hier könnt ihr auswählen, ob ihr vom USB-Stick die Musik abspielt oder USB-Festplatte alternativ. Oder auch von SD-Karten, die übrigens im Format SDHC bis 32 GB von Omnitronic freigegeben sind. Hier oben wählt ihr aus mit dem Knöpfchen und dann geht's auch schon los. Mit der Ordnerfunktion hier unten mit diesem Knöpfchen wählt ihr die Funktion Ordnerauswahl an und dann könnt ihr durchklicken. Ihr seht es hier im Hintergrund, Helene Fischer, hier meine Ibiza Club Anthems und da schaltet ihr dann entsprechend durch auf die verschiedenen Ordner. Wenn ihr den Ordner ausgewählt habt, klickt ihr hier die Funktion wieder weg. Schon seid ihr in dem Ordner drin und könnt dann die Tracks nach Belieben auswählen. Mit dem großen Pitchbend Rudd kann ich den Track, die Startposition markieren, wo ich es denn möchte. Und wenn der Track läuft, steuere ich damit parallel auch die Geschwindigkeit, um den Track wie bei einer Schallplatte ein bisschen anzuschieben oder abzubremsen. Das kann ich natürlich auch hier unten mit den Plus- und Minustastern machen. Jetzt will ich euch nochmal schnell zeigen, wie schnell das Gerätchen die Speicherkarte oder den USB-Stick liest. Das geht nämlich ziemlich flott. Ihr steckt es einfach hier rein und jetzt achtet mal selbst auf das Display. Zack, schon tut sich was und der Stick ist geladen und ich kann loslegen mit der Musik. Ja, Freunde, das ist er, der STP3 von Omnitronic, der USB-SD Multimedia Player. Ein Einsteigergerät, würde ich mal sagen, was sich aber in jedem Mobil-DJ-Case sicherlich ganz gut machen wird. Denn wenn der Traktor oder Serato oder Virtual DJ mal streiken sollte auf dem Laptop, dann kann man froh sein, wenn man ein geballtes Archiv an Musik noch irgendwie auf die Party bringen kann. Und dafür ist diese Maschine gemacht. Denn dieses Abmaß ist sehr kompakt und klein. Und als Backup-Gerät macht es eine gute Figur. Ihr habt schnelle Zugriff auf die USB-Titel. Hier gesehen gerade am USB-Stick. Ihr habt zwei Decks, alle Features, die man als DJ braucht. Und für eine ganz normale Party kann das der Lebensretter sein. Also erstmal Daumen hoch von mir für das Teil. Alles drin, alles dran, was man braucht und probiert es vielleicht mal aus. Es gibt das Teil überall im Handel zu erwerben. Bis zum nächsten Check, sagt euer Marco Maribello. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye.